Yo, was geht ab? Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin jetzt wach. Mein Scheißhusten ist immer noch nicht weg, aber egal. Ich werde jetzt Sport machen. Ich habe mir so ein Fitnessblender-Workout rausgesucht. Das ist so HIT, Cardio und Bauchmuskeln. Mal sehen. Und das werde ich jetzt machen. Das war echt richtig gut anstrengend. So, ihr Lieben, bevor wir jetzt richtig mit dem Vlog anfangen, wollte ich euch nochmal eine Sache zeigen, beziehungsweise euch auf eine Sache drauf aufmerksam machen. Wie ihr wisst, ist YouTube momentan, drücken wir es mal nett aus, ziemlich behindert. Da läuft so einiges nicht gerade cool. Und damit ihr trotzdem meine Videos seht und seht einfach, wenn ich was hochlade und so, könnt ihr hier auf diese kleine Glocke neben dem Abonnierzeichen drücken. Dann öffnet sich dieses Fenster. Und dann klickt ihr auf Ja und auf Speichern. Und dann sieht dieses Glöckchen so aus. Also wenn ihr meine Videos gerne schaut, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Glöckchen anklicken würdet. Da passiert eigentlich nichts Großartiges für euch, nur dass ihr halt benachrichtigt werdet. Und das fände ich ziemlich cool, wenn ihr das machen würdet. Da würde ich mich freuen. Also, das war's. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer in meine App einfach gucken, weil da seht ihr sowieso einfach die Videos, die ich hochlade. Das geht natürlich auch. So, ich gucke mir jetzt erstmal, ich habe gerade den Vlog geschnitten und da verlinke ich ja zum ersten Mal, was vor einem Jahr passiert ist. Und das ist vor einem Jahr passiert, das ist das damals noch Follow Me Around Nummer 59. Wundert euch nicht, dass das schon 59 ist und jetzt nicht Vlog 365 ist, weil ich habe ja vorher schon ab und an mal Follow Me Arounds gemacht und die habe ich halt dazu gezählt. Aber seit diesem Tag vlogge ich halt täglich. Und der heißt so, aber den habe ich dann noch gestern verlinkt und heute in diesem Vlog kommt ja auch dann der neue. Und damals hatte ich noch 2 Tage Abstand dazwischen, wie ihr gesehen habt. Also den habe ich am 16. hochgeladen und wurde am 14. gedreht. Und der von gestern wurde am 16. hochgeladen, aber am 15. gedreht. Und den werde ich mir jetzt angucken und ich freue mich da total drauf. Ah, cool. Und ihr seht, Anna hat den angefangen. Und dann bin ich schon gespannt auf den Vlog, den ich heute verlinke für euch. Und den werde ich wieder morgen angucken. Oh, ich freue mich da so drauf. Ich finde das so cool. So, ich werde mir jetzt langsam Frühstück machen und den Katzen auch Essen geben. Und vorher, halt, hier fangen wir an. Gucken wir mal in die Adventskalender. Heute ist der 16. Heute ist ein einjähriges. Also, für euch war es gestern, weil ihr da den Vlog gesehen habt. Aber eigentlich ist es heute für mich. Hehe. Also am 16. Ist auch egal. So, 16. Ah. Wo gibt's so? Nails without nail polish, I like. Cakes without frosting. Oh, voll die geile Farbe. Die war ja mal so hart im Trend, diese Farbe, ne? Wisst ihr noch? Das ist die Farbe. 40, play with my mint. Woo. Okay. 16. Leute, es ist bald Weihnachten. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ew. Ich krieg's nicht raus. Weder das noch das. Scheiße. Chai Latte Kokosmandel kostet 2,29 Euro von Krüger. Das, wenn Laura das schmeckt, werde ich das Laura geben, weil ich bin weder so der Mandelfan, noch mag ich Kokos. Aber wenn Laura das schmeckt, kriegt Laura das. Ich kann nicht aufstehen. Ha, okay, und jetzt mache ich mir und den Katzen Frühstück. So, ich war jetzt unterwegs. Nein, das ist so uncool. Die ganze Zeit und bin jetzt wieder zu Hause und habe gerade einen Brief bekommen. Und ich glaube, ich weiß auch, was da drin ist. Was ich mega cool finde. Und zwar sind das diese Pop-Sockets. Und ich habe mir so einen bestellt im Galaxy-Style. Der hat jetzt 10 Euro gekostet. Und, Moment. Dafür kann man die halt benutzen. Die macht man dann so da dran. Ich werde mir halt einfach so ins Handy machen, um das halt so besser festzuhalten und so. Kann man auch benutzen, um Kopfhörer aufzurollen und so. Und, das ist ziemlich cool, glaube ich. Und ich werde das jetzt mal auspacken. Weil ich habe
gar keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wenn ich mein Handy so halte, müsste das Ding ja ungefähr hier sein. Also so in der Mitte. Eigentlich wäre es geil, wenn das hier ist, an diesem Fail-Dingsbums. Aber ist es nicht. Oder wenn ich... Ja, nee, das ist zu hoch. Schon so hier. So in der Mitte. Also hier ist auf jeden Fall so ein Klebeding. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so mega gut hält, aber... Schauen wir mal. Jetzt habe ich meinen Nagel da dran geklebt. Okay. Oder am liebsten hätte ich das echt hier oben, aber ich glaube, das ist totaler Schwachsinn fürs Halten. Wobei, der auf dem Bild hat das auch da oben. Jetzt bin ich überfordert. Wenn ich das jetzt hier hätte, dann kann ich das trotzdem nicht so gut halten. Ich mache es jetzt in die Mitte. Also der Kleber muss dann ja schon übel gut sein, ne? Ja, und dann sollte man, ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert, zieht man das einfach so? Ah, ja. Ah, lol. Und dann kommt das so raus und dann, boah, das ist ultra entspannt, das Handy so zu halten. Mega geil. Und wofür sind jetzt hier diese kleinen Dinger? Ich weiß auch nicht. Okay, auf jeden Fall, da kann man halt auch so die Kopfhörer dann so drum wickeln. Und das ist einfach ultra entspannt, so wenn man, keine Ahnung, zockt oder schreibt oder so. Weil ich habe immer meinen kleinen Finger hier sonst. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da, der ist halt einfach schon mega krumm. Und da ist so voll die Delle drin. Keine Ahnung, könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist auf jeden Fall so eine mega Delle einfach, weil ich das Handy immer so halte. Und, ja, ich glaube, so ist das ziemlich entspannt, weil dann brauche ich meinen kleinen Finger nicht mehr und kann das einfach so halten und dann so zocken. Und das Ding sieht halt so aus. So ein Popsocket heißt das. Gibt es auch welche auf Amazon und so. Aber irgendwie waren voll viele da ausverkauft. Deswegen, ich habe mir den jetzt auf eBay bestellt, aber genau den gleichen gibt es auf Amazon. Und dann macht man einfach zack und dann ist es platt. Doch, das finde ich cool. Ja, das gefällt mir. Jetzt ist die Frage nur, was, wenn ich meine Hülle wechsle, dann klebt das Ding bestimmt nicht mehr. Dann muss ich mir so ein neues Klebedingsbums kaufen. Aber es scheint echt gut zu halten mit dem Kleber. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schon cool. Man kann es auch so machen. Keine Ahnung, was es bringt, aber... Und theoretisch kann man dann auch, wenn man Videos guckt oder so, das Handy einfach so hinstellen. Nice. Okay, und jetzt muss ich noch ein bisschen Zeug hier arbeiten. Boah, und heute ist irgendwie so ein richtiger Kacktag. So ein, ich weiß auch nicht warum, aber kennt ihr das? Manche Tage, da wacht man einfach so auf und denkt sich so, boah, gar kein Bock heute. So ein Tag ist heute. Ich habe am liebsten will ich einfach nur mich in mein Bett legen und so. Aber nein, ist nicht drin und wir verdrängen diese Gedanken. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter arbeiten. Ich habe auch noch vor, später ein Video zu drehen. Aber wenn meine Laune wirklich bis dahin immer noch so ist, dann lasse ich das, glaube ich. Weil ich glaube, dann wird das Video auch nicht so cool, wenn ich nicht mit richtiger Bocklaune da dran gehe. Wisst ihr, was ich meine? Ja, deswegen, wenn meine Laune sich ein bisschen bessert, werde ich noch ein Video drehen. Ansonsten werde ich einfach nur so ein bisschen Laptop-Kram noch erledigen. Ja. So sieht's aus. Und diese Pickel. Gut, dass ich mich später schminke, weil ich arbeiten muss. Mich hat gerade ein Paket erreicht von Rossmann. Wow. Rival de Loup limitierte Edition The Golden Twenties. Schauen wir doch da mal rein. Oh, das sieht sehr schön aus. Wie hübsch. Eine Lidschattenpalette. Ja. So. Styles, Kopf daraus. Geh jetzt mal auf. Oh, die ist sehr schön. Richtig schöne Farben. Nice. Oh, Kacke. Dann ein Highlighter und Blush Contouring Duo. Das sieht auch sehr hübsch aus. Hat das eine Farbe? Nö.
Was haben wir hier noch? Highlighter und Bronzer. Auch sehr hübsch. Dann, zwei kleine Nagellacke. Oh, die sind auch voll schön. Oh mein Gott. Gel-like Nagellack und Topcoat. Oh, voll schön. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Ich würde mir heute meine Nägel lackieren, aber vor der Arbeit ist das immer völliger Schwachsinn, weil die sehen dann danach genauso. Da, lass das jetzt. Genauso aus wie vorher. Nochmal. Oh, das ist auch voll schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich finde das richtig schön. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Lipstick. In der Farbe 02 Vintage Pink. Sieht auch sehr schön aus, so ein Altrosa. Und ich glaube, das ist sogar matt. Und das ist hoffentlich kein Lipstick. Lip Primer. Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich sowas schon mal hatte. Keine Ahnung. Ziemlich cool auf jeden Fall. Und hier ist noch was für die Lippen, glaube ich. Noch ein Lipstick in der Farbe... Oh, Styles, bitte. Man isst das doch nicht. Mann. Dark Red. Und ist hier noch was drin? Styles, das wäre jetzt deine Aufgabe, hier nachzusuchen. Nein, ich glaube, das war's. Aber das sind richtig coole Produkte. Hättet ihr Bock, dass ich mal einen Let's Test mit diesen Produkten mache? Also auf jeden Fall mit der Palette, mit dem, ja, und dem Zeug. Nagellack, ja, muss ich gucken. Ah, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das gefällt mir richtig gut. Das ist so perfekt auch für Weihnachten. Die Palette ist auch mega schön. Also ich hätte Bock auf einen Let's Test. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da auch Bock drauf habt. Hallo. Hast du wieder Bock drauf? Hast du? So, ich habe jetzt gerade ein Video gedreht, beziehungsweise, also ich habe es gedreht, aber da fehlt noch was für das Video. Und ich hoffe so, dass es cool wird. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich hoffe es einfach. Und ich habe mir meine Haare heute mal mit dem Lockenstab gemacht. Mit so einem großen. Und an sich finde ich das mega schön, aber irgendwie sind nicht alle Strähnen was geworden. Ich weiß auch nicht. Und irgendwie sehe ich gerade mega rot aus. Irgendwie sehe ich gerade generell voll komisch aus. Ich habe so ein bisschen leichtes Cut-Crease geschminkt. Ganz leicht. Ganz leicht. Und ich habe mal wieder meinen Vanessa Eyeliner. Auch schon ewig nicht mehr gehabt. Und oh, wirklich, ich hoffe, das Video wirkt cool, ne? Ohne Scheiß. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall noch knapp eine halbe Stunde. Dann muss ich los zur Arbeit. Das heißt, ich werde jetzt noch ein Video gucken. Ja, und dann geht es los zur Arbeit. Mir ist richtig warm von diesem Video leuchten und ich habe dann ja immer noch Kerzen an und so. Ich habe schon extra mit Fenster aufgedreht, weil das Video braucht nicht den Ton dabei. Trotzdem ist mir so warm. Blablabla. Kann schon gar nicht mehr reden. Ich weiß auch nicht, irgendwie sind die Haare jetzt schon wieder voll komisch. Das hier ist das Einzige, was hält. Diese Locke. Und sonst? Ich weiß auch nicht. Mimi. So. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Irgendwie das mit den Locken und dem Lockenstab klappt nicht so. Bisschen blöd. Naja, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Wir sehen uns irgendwann später. Warum guckst du mich so creepy an? Ach, Schmusi. Bis gleich. Hey, die haben sich gerade geküsst. Sie nicht. Guck mal, was geht ab? Was hast du Kennst da? Du das? Nee. Halt es mal jetzt. Ja, so richtig halten. Du musst es so halten. Das ist übertrieben entspannt. Was soll das bringen? Ja, merkst du nicht? Hey, kauft euch das im Jonessa Shop. Mann.
Jetzt online, 7,99. Aua! Was für Aua? Ist das denn cool? Ja. Sag mal, mach nochmal. Ich will das auch mal abmachen. Nicht abmachen. Ich will es nur so einziehen. Hast du das schon gezeigt? Ja. Und ist das irgendwie, was kann man dann Besseres machen? Oh. Das kann man dann gut halten. Ja. Was geht ab? Wir machen jetzt das lustige Tiere raten. Was für ein Tier bin ich? Nein, ich kann aber... Oh. Hallo. So. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hallo. Ich bin aus der Routine raus. Hallo Vanessa. Ich bin wieder zu Hause. Mir ist gerade meine Kette kaputt gegangen. Aber die kann ich wieder reparieren. Gott sei Dank. Weil die ist schön. Oh Gott, ich werde mich jetzt abschminken. Und schlafen gehen. Ich bin so fertig. Es ist jetzt 20 vor 5 und ich war um 10 arbeiten und habe gerade erfahren, dass ich morgen auch arbeite. Also ich muss sowieso arbeiten, aber eigentlich musste ich erst um 12 und jetzt muss ich schon um 19 Uhr, weil ich vorher noch im Restaurant bin. Freude. Naja, was soll's. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.